Hallo YouTube und willkommen zur 50. und möglicherweise letzten Folge von Let's Play Floyd, denn ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Wenn diese, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Wie heißen sie denn? Na, die Bösen halt. Wenn die jetzt weg sind, dann, sollte uns nicht mehr viel im Weg stehen, um unsere Freunde zu retten. Dann müssen wir lediglich noch Omnibrain zerstören. Wir schauen einfach mal nach, was jetzt hier los ist. Na? Oh ja. Nicht nur, dass wir die beiden getötet haben, nein, Dolores auch noch gleich mit. Das ist Erfolg. Sicherheitsspaß, Klasse A. Alles klar. Ja, Dolores scheint wirklich tot zu sein. Eine teuflische Maschine. Nieder mit der Unterdrückung. Jawohl. Nieder damit. Leg den Hebel um. Die möchte ich überhaupt nicht anfassen. Das kann ich nicht nehmen. Was? Sicherheitspass, das ein Sicherheitspass hoher Sicherheitsstufe für den Turbolift. Aber ich habe doch schon einen genommen. Haben die beide? Ja, die haben natürlich beide einen dabei, aber ich sehe den zweiten nicht. Der ist einfach unsichtbar. Das ist also wahrscheinlich ein Bug. Nehmen möchte ich ihn aber. Okay, er ist weg. Aber vielleicht will ich nochmal die teuflische Maschine. Das kann... Reproduzierbar? Nein. Okay, ansonsten... befindet sich hier nicht viel. Ja, Floyd ist ganz schön fies geworden. Er lässt seine Freunde einfach zurück. Um Dolores kümmert er sich gar nicht erst. Kommentarlos lässt er die hier verrecken. Aber so ist das, wenn man Rebell ist. Da muss man hart werden. Führt man eben ein hartes Leben. Na dann, ab zu Omnibrain. Bringen wir ihn um. Werden wir sehen, ob der alles hier geplant hat, ob das hier nur ein großer Gesamtplan ist und er, dass wir genau in seine Arme spielen. Naja, wisst schon was. So typisch Klischee halt. Naja. Ich fahr runter, los geht's. Es gibt keinen zurück. Wow. Ich bin hier. Wirklich und wahrhaftig hier. Hier befindet sich also wirklich das wirkliche Omnibrain. Aber was mache ich jetzt bloß? Oh oh. Okay. Ein Buch. Eine Kiste. Eine Geschichte der Zeit und der Arten und ihre Eingliederung in die Omni-Gesellschaft. Am Anfang schuf der Schöpfer... Der Schöpfer? Schuf der Schöpfer Konzern und Produkte, und der Konzern war ohne Gewinn, und Bankrott war auf der Tiefe, und der Zorn des Schöpfers schwebte auf der Tiefe des Konzerns, und er sprach, es werde Ausbeutung, und siehe, es ward Ausbeutung. Und der Schöpfer sah, dass es gut war. Da schied er die Ausbeutung vom fairen Handel, und in Ausbeutung fand er Gewinn und Glückseligkeit. Warum lesen wir jetzt die Omnibibel eigentlich? Das steht wirklich hier. Das ist doch nur Propaganda. Das ist doch Omnibrain selbst geschrieben. Was ist er denn so schockiert davon? Und der Schöpfer sah den Schatten des Todes über sich, und voller Zorn er sprach, nicht einmal mein Reichtum behütet mich vor diesem Geist. Und er ließ seine Berater kommen. Und eine Lösung ward gefunden. Was geht ab? Und das war's? Floyd, lass dich davon nicht beeinflussen. Eine Lösung ward gefunden? Er will, dass du es liest. Er hat es geschrieben. Hier fängt ein neuerer Teil an. Der unaufhaltsame Aufstieg Omnibrains. Auf jeder Seite wird hier eine andere Spezies behandelt. Jetzt leg doch das Buch weg. Ridleyane. Lucane. Randoloide. Grenelons. Das sind ich bin ein Grenelon.
Granelons stammen vom Planeten Granelopia in Sektor 8, der im 137. Umlauf des Omnibrain erobert wurde. Zwei Drittel der Bevölkerung wurde in der Schlacht am Grauen Fluss ausgelöscht, nach der Häuptling Floyd IV. Die heilige Axt Gora Landinger. Die heilige Axt meines Volkes? Ich dachte, das ist eine Legende. Das steht auch nur in diesem Omnibrain. Gora Landinger dem Bürger General Blaster vor die Füße warf. Glaub seine Lügen nicht, Floyd. Glaub seine Lügen nicht. Also das ist mit meinem Volk geschehen? Jetzt haben wir den 8732. Umlauf. Also passierte es vor 8597 Umläufen. Ich wusste ja nicht, dass der Konzern schon so alt ist. Also, ich bin nicht überzeugt. Das kann nicht die alle ganze Wahrheit sein, das in diesem Buch steht, weil das Omnibrain-Buch. Eine Geschichte der Zeit und der Arten. Das kann ich nicht benutzen. Gut, er liest es nicht nochmal, da bin ich dankbar drum. Ich wollte es trotzdem einfach einmal probieren. Eine Kiste. Was? Eine Kiste. Eine Kiste. Das klingt zusammengeschnitten. Ja, die heilige Axt, sehr schön. Das ist sie. Die heilige Axt meines Volkes. Es ist unfassbar. Interessant. Aber auch seltsam. Die heilige Axt meines Volkes. Keine Aufgaben zu erledigen. Ist tatsächlich ein Grenelon. Mal sehen, schauen wir nochmal unsere Stats hier durch. Sicherheitseinstufung Klasse D, aber wir haben einen Klasse A Sicherheitspass. Entbehrlichkeit ist immer noch sehr hoch. Immerhin, wir haben immer noch 3% Beförderungsaussichten als Mitglied der Freiheitskämpfer. Fast so gut wie am Anfang. Oder genauso gut? Unser Strafregister ist natürlich, oh je, oh je, oh je. Lang ist es geworden. Rebellisches Verhalten bei Asteroid 447. Versuch, weiblichen Charme einzusetzen, ohne weiblichen Geschlechts zu sein. Versuch, mittels weiblichen Charmes die Gunst eines Docking-Controllers zu erlangen. Ja, böse Sünden von Floyd hier. Diebstahl der Fotoausrüstung eines Touristen. Verwicklung in eine nutzlose Aktivität. Hier Beobachtung von Raumschiffen. Oh je. Herumfuschen in einem konzerneigenen Droiden. Erneutes Herumfuschen in einem konzerneigenen Droiden. Generelles Fehlverhalten gegenüber dem Konzern. Unerlaubte Aneignung des Sicherheitspasses eines kurz zuvor verdampften Konzernangestellten. Wer ist denn verdampft? Warte, wer ist verdampft? Wo haben wir unseren... Ach ja, verdampft, na klar. Das war der mit den 6 Armen, dessen Jacke wir noch haben, die wir noch nie benutzt haben. Das möchte ich mal noch anmerken. Experimente mit Granaten unbekannter Zerstörungskraft. Der Konzern sollte uns dafür dankbar sein. Zufügung fremder Körperflüssigkeit in den Aufbewahrungsbehälter des Omnibrains. Zu Recht. Aneignung eines Konzerngegenstands. Hier Feuerlöscher. Und noch mehr davon. Reduzierung der Körpertemperatur einer flüssigen Lebensform bis zum Gefrierpunkt. Aber das war doch ein Widerstandskämpfer. Müsste das Omnibrain nicht gefallen? Missbrauch eines Sicherheitspasses. Herstellung einer lächerlichen Skulptur mit der Absicht, einen Konzernagenten zu täuschen. Ja, irgendjemand ist wohl doch dahinter gekommen. Dabei war unsere Täuschung so gut. Gut, bringen wir es hinter uns. Omnibrain, ich bin gekommen, um dich zu vernichten.
Omnibrain. Persönlich. Sieht aus wie ein Aquarium. So unspektakulär, was? Omnibrain, hallo? Grünes Licht? Was meinst du mit grünem Licht? Rotes Licht? Grünes Licht, rotes Licht, rotes Licht? Ist das eine Art Code? Ich raff das einfach nicht. Na, grün heißt ja und rot heißt nein. Nutze die Macht, nutze die Axt. Oje. Er steckt dahinter, er wollte das. Er will, dass wir Omnibrain zerstören. Hier stehe ich nun. Eher Omnibrain anstelle Omnibrains allem, werden kann. Was ich durchmachen musste. Die Frage ist nur. Vollstrecker. Ich weiß wieder, wie das heißt. Kraft Vollstrecker heißen sie. Ich denke, das reicht jetzt, Florence. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht geglaubt, dass du den Mumm hast, die Sache bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Interessante Waffe, die du da hast. Ich muss schon sagen, sehr poetisch. Siehst du, Floyd, das ist der Ärger mit euch Rebellen. Ihr habt keinen blassen Schimmer davon, nach welchen Regeln das Universum tatsächlich funktioniert. Nimm diese Axt zum Beispiel. Eine armselige Wahl. Sehr romantisch, das mag ja sein. Vielleicht auch zweckmäßig, aber nichts verglichen mit einem Alsatuit Blaster. Wie weiche ich dem jetzt aus? Ich wollte eigentlich ins Inventar, aber ich konnte nicht. Wow! Ich bin hier. Wirklich und wahrhaftig hier. Hier befindet sich also wirklich das wirklich... Okay, das kennen wir alles schon. Das Buch nehmen wir mit. Das kennen wir auch schon. Die Kiste machen wir auf. Das kennen wir auch schon. Gibt's noch irgendwas, was ich vorbereiten kann? Bevor wir ihn umbringen. Ich weiß nicht. Nein, nicht mit sich selbst benutzen. So ein Schwachsinn. Ich will ihn nicht nur anziehen, um ihn zu täuschen. Okay, es macht nicht viel Sinn. Das kann. Und ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass wir natürlich doch Objekte haben, die zweimal benutzt wurden. Wie zum Beispiel unser super Schraubenzieher, den wir garantiert zweimal eingesetzt haben. Das Poster haben wir nie eingesetzt. Dafür. Das balanciert das Ganze aus. Die Jacke wohl bisher auch nicht. Gut, nochmal. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, ich konnte nur ihn anwählen. Und vielleicht Omnibrain. Entweder hacke ich auf Omnibrain ein oder ich hacke auf ihn ein. Eins von beiden, aber ich muss es auf jeden Fall schnell tun. Ich versuche nochmal mit Omnibrain zu reden. Grün Was heißt soll dieses ja. rot-grüne Geleuchte? Was? Du bist kaputt. Hör zu. Du bist das höchste Wesen in meinem Leben. Deine Weisungen begleiten mich seit meinem Geburtsorbit. Für mich bist du ein Gott. Du musst doch ein bisschen mehr können, als mich nur rot-grün anzublinken. Ja, kann er. Geht hier irgendwas an mir vorbei? Okay. Kannst du mir denn gar nichts sagen? Bah, so ein Schwachsinn. Nochmal. Was gibt es da noch zu sagen? Ich bin gekommen, um ihn zu zerstören und genau das werde ich tun. Tun wir's. Okay, diesmal, wenn Major Benson kommt. Ich überspringe jetzt die Sequenz und dann versuche ich... Ich versuche, Omnibrain zu zerschlagen.
was mit Major Benson passiert? Huch. Was hast du getan? Es tut mir leid, Major. Aber die neue Welt wird auf Typen wie Sie verzichten können. Danke, Fly. Oha, eiskalter Killer. Killer Floyd. Sehr schön, normal. Kann ich gar nicht genug von kriegen. Die Axt haben wir noch. Das wird mir nicht viel nützen. Oh, das hatte ich befürchtet. Ich wollte es gerade noch sagen. Wir werden jetzt das neue Omnibrain. Für die nächsten 8732 großen Umläufe. Oh, oder auch nicht. Hier hingeraten? Das wird ja immer seltsamer hier. Der lebt noch. Gerade so. Bürger! Bürger! Wer bist du? Was geht hier vor sich? Hast du mich geweckt? Wer bist du, Bürger? Und was tust du hier unten? Wer bist du? Und welches Jahrhundert haben wir? Was ist ein Jahrhundert? Ja, ich habe offenbar länger geschlafen, als ich dachte. Wie bitte? Ich schätze, du bist so eine Art Archäologe, oder? Archäologe? Vielleicht sollte ich das erklären. Na, das wäre doch mal eine Idee. Bei diesem Ort hier, den du entdeckt hast, da handelt es sich um so eine Ewigkeitskammer, musst du wissen. Ewigkeitskammer? Aha. Und der stammt von der Erde. So eine Art zeitfreier Raum. Wie? Es hat Jahre an Konzernforschung gekostet, diesen Ort zu erschaffen. Und obendrein genug Geld, um ein ganzes Sternensystem kaufen zu können. Und wofür? Diese Kammer wurde erbaut, um mich unsterblich zu machen. Unsterblich? So ist es. Hier drinnen existiert keine Zeit, kein Altern, kein Hunger, kein Durst, keine Krankheit. Deshalb bezeichne ich sie als Ewigkeitskammer. Du meinst, du hast dich hier drin eingeschlossen, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen? So in etwa. Ich war die wichtigste Person in der gesamten Galaxis. Warum also hätte ich mich einfach hinlegen und wie all die anderen sterben sollen? Das ist aber nicht sehr nett. Nett? Nein, ich war niemals sehr nett. Ich war sogar berühmt dafür, nicht nett zu sein. Wer oder was bist du? Sag mir, existiert der Konzern eigentlich noch? Existieren? Der Konzern ist alles. Dann haben wir ja alles richtig gemacht, was? Ich glaube, du verstehst nicht. Der Konzern und das Omnibrain sind alles. Sie kontrollieren alles, vom kleinsten Wurmloch bis zur größten Supernova im Universum. Sehr interessant. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es so gut klappen würde. Wie bitte? Das ursprüngliche Ziel dieser Kammer war es, mir Unsterblichkeit zu garantieren und gleichzeitig den Konzern von diesem Terminal dort drüben aus zu steuern. Und was geschah dann? Nun, ich muss irgendwann eingeschlafen sein. Es wurde so unerträglich langweilig, weißt du. Ich schrieb deshalb ein kleines Programm, das die Entscheidungen für mich treffen sollte, während ich ein wenig geistig abwesend war. Ich hoffe, es ist nicht schief gelaufen. Dieses Programm, was genau sollte es tun? Es war ein recht simpler Code. Sehr simpel, um genau zu sein. Ich habe ihn einfach aus einem Computerspiel geklaut, das ich mir mit in diese Kammer genommen hatte. Es war eine von diesen Simulationen, weißt du, in denen man Gott spielt.
Sie war ziemlich gut, soweit ich mich noch entsinnen kann. Ich habe nie gegen die Computergegner gewinnen können. Ich kann es nicht glauben. Stimmt irgendetwas nicht? Ob irgendwas nicht stimmt? Ob irgendwas nicht stimmt? Du erzählst mir, dass ein bescheuertes Computerspiel mein eigenes Leben und das eines jeden anderen Individuums in der Galaxis die letzten 8000 Umläufe lang terrorisiert hat und du fragst mich, ob etwas nicht stimmt? Sind irgendwelche Probleme aufgetreten? Probleme? Nun, wenn du es so nennen möchtest, dein Spiel kontrolliert und unterdrückt mithilfe des Omnibrains inzwischen die gesamte Galaxis. Jeder, der nicht gehorcht oder irgendein Zeichen von Aufsässigkeit an den Tag legt, wird auf der Stelle ausgelöscht. Eliminiert. Tot! Verstehst du? Oh, das tut mir leid. Na, das macht die Sache doch gleich viel besser. Tut es das? Nein. Ich wüsste gern, welches Spiel ist. Was? Er ist tot? Wir haben gerade den Schöpfer umgebracht. Er ist tot. Ich wüsste gern, welches Spiel das war. Das würde mich interessieren. Das muss ja wirklich eine gute KI gehabt haben, dass Menschen da drin kein Loch gefunden haben, um ihn auszutricksen, wie es meistens passiert. Gut, dann sehen wir uns mal den Computer an. Da steht Game Over. Das klingt nicht gut. Das Spiel lief also gar nicht mehr. Es war schon vorbei. Floyd. Floyd wird Omnibrain. Aha. Ah, hat er es doch nicht geschafft. Die blöde Personality-Karte wurde zerstört. Wer wieder? Ja, das war's dann wohl mit Let's Play Floyd. Haben wir es doch tatsächlich durchgeschafft. Und in einer schönen runden Zahl an Folgen. Ich soll jetzt hier aufpassen, wie die beiden Roboter hießen. Stimme eines Rebells hinter einer Türe, eine wichtige Rolle. Wer war denn das beleidigte Mädchen? Folterknechte? Bürger Stargard. Habe ich sie schon verpasst? Nein, nein, nein. Das ist nur irgendwas doppelt hier. Ein doppelzeitiger. Naives Mädel aus dem Charisma-X-Spot. Toys R Us. Der Verräterkracher hat einen eigenen Sprecher? Und die Eingeborenen erst. Dabei haben die gar nicht so viel geredet. Pilot ohne Füße. Der Miracle-Matt-Vertreter? Mhm. Simon hat natürlich eine Stimme. Schleimiger Rebell. Da, TÜV und FKSZ. Frauen und Kinder sterben zuerst. Jawohl. Und TÜV tot über die Völker. Ja, sehr schön, sehr schön. Mandrin und der Schöpfer. HJ Karnbrock. Ja, auf jeden Fall, euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mir treu geblieben seid bis zur letzten Folge, bin ich natürlich doppelt dankbar. Wenn ihr Ideen für neue Spiele habt, die man spielen könnte, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich bin erstmal für alles offen. Ich weiß noch nicht, mit was ich weitermache, ob ich mit was weitermache, ob ich erstmal eine Pause einlege. Aber das werde ich dann sehen, wenn ihr mir die Kommentare gegeben habt. Jetzt sehen wir noch ein bisschen was außer den Sprechern, wer hier gearbeitet hat.
3D Character Animation war natürlich ein großer Teil des Spiels. Auch wenn man der Grafik schon angesehen hat, dafür, dass sie vorgerendert war, war sie trotzdem immer noch ziemlich alt, eben 1997. Final Battle wurde hier von einem eigenen Mann gemacht. Ich fand das Ende jetzt etwas interessant, auf jeden Fall. Ja, interessant ist ein passendes Wort dafür. Schön neutral. So, wer ist das für das Rätseldesign zuständig? Das möchte ich sehen. Playtester, die haben versagt. In meinen Augen haben die versagt. Ah, einen Vorschlag hätte ich schon fürs nächste Spiel, das ich spielen könnte. Ich weiß nicht, ob da Interesse besteht, da zuzuschauen. Das ist ein altes Adventure, das ich nie durchgespielt habe, nämlich Woodruff and the Schnibble of Azimut. Das war jetzt ein bisschen deutsch ausgesprochen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist auch ein altes Adventure von Sierra, das mir persönlich sehr gut gefällt, das ich aber nie durchgespielt gekriegt habe, weil mir meine Save Games kaputt gegangen sind und ich dann nicht weitermachen konnte. Simon Woodruff, wie passend. Wo ich gerade davon rede. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, das würde ich natürlich auch sehr gerne spielen. Könnte sich aber auch eine Weile lang hinziehen, deswegen weiß ich nicht, wie viel Interesse da besteht. Pop will eat itself? Floyd, es gibt noch Helden. Ist eine frei erfundene Geschichte. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und keineswegs beabsichtigt. Simon the Sorcerer 3, Sommer 1998. Verdammt. Ist das rausgekommen jemals? Ich kann mich nicht erinnern. Ich dachte, es gibt nur zwei Teile von Simon. Aber da mag ich mich täuschen. Gut, das war's. Die Aufnahme läuft noch, aber es dürfte nur noch schwarzer Bildschirm sein. Also dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir jetzt einen Kommentar und bewertet gut.